Hallo ihr Lieben, ich grüße euch aus der schönen Stadt Dresden. Heute hat Ministerpräsident Michael Kretschmer den Bürgerdialog angeboten. Er stellt zur Verfügung heute die Möglichkeit, mal durch die Staatskanzlei in Dresden zu laufen und persönlich durchgeführt zu werden. Und nun schauen wir mal, welche Bilder ich heute präsentieren darf. Ich freue mich auf interessante Gespräche mit Michael Kretschmer, dem Ministerpräsidenten von Sachsen, der ja auch so tolle Maßnahmen und Regeln hier in den letzten 3 Jahren bestimmt hat und verordnet hat in Sachsen. Wann warst du endlich? Herr Kretschmer, da würde ich mich warten, meine Frage zu stellen. Es ist so, dass Sie ja in den letzten 3 Jahren auch hier mit der Pandemie, die Corona-Pandemie ist für mich kein Thema, was man jetzt weglassen kann, einfach so. Sie haben auch verschiedene Verordnungen hier erlassen. Es ist dabei so, dass es kurz vor einem Impfzwang stand. Es wurden Menschen erpresst aus heutiger Sicht, verächtet gesellschaftlich, ins Ausgesetzt. Nun ist es so, auch Sie waren einer, der propagiert haben. Es sind 2 harmlose Piekser aus den Landtierworten. Und diese harmlosen Piekser sorgen dafür, dass jetzt auch ihre sogenannten Qualitätsmedien zugeben müssen, dass es Impfschäden gibt, von denen vorher keine Rede war. Ich persönlich habe in der Familie 3 Schlaganfälle, 2 Herzinfarkte. Liebe Menschen, die das nicht aus Überzeugung gemacht haben, die keine Angst vor dem Coronavirus hatten, sondern einfach ihren Arbeitsplatz nicht verlieren wollten. Ich möchte von Ihnen heute und hier wissen, warum wird das nicht thematisiert? Wann arbeiten wir das auf? Und wie können Sie das verantworten, dass Sie sich trotzdem so selbstbewusst hier als Ministerpräsident hinstellen, während wir jetzt nach dieser Corona-Pandemie eine Übersterblichkeit haben, wo Vermutung nichts anderes zulässt, als dass es genau mit der harmlosen Spritze, die Sie es propagierten, zu tun hat? Danke. Ja, also ein Riesenthema. Ich muss damit anfangen, dass diese Pandemie natürlich für uns alle überraschend kam. Wenige hatten damit Erfahrung. Und wenn man das heute nochmal neu machen müsste, würden wir sicherlich das eine oder andere anders machen. Wobei ich finde immer, mit dem Fortschreiten der Entwicklung der Pandemie wurden die Maßnahmen immer schwieriger. Also am Anfang würde ich sagen, war das auch richtig. Ich habe ja in diesen Krankenhäusern noch viele Menschen gesehen, die da gestorben sind. Es gab keine Überlastung der Gesundheitssituation. Entschuldigung. Das ist auch eine Unwahrheit. Wofür entschuldigen Sie sich jetzt? Dass Sie sich da unterbrechen, wir wollen den Fragen verlieren. Entschuldigung, es gab keine Überlastung der Gesundheit. Ich will mal zu Ende reden. Wir haben diese extreme Überlastung der Krankenhäuser gehabt. Ich weiß, wie ich in Schlosswerder war, wie wir hier in Friedrichstadt waren, in Aue. Und ich meine, das Verrückte für die Frauen und Männer, die da gearbeitet haben, war, dass sie alle gesagt haben, ich bin hier drin, ich kann nicht mehr. Und wenn ich draußen mit Leuten rede, dann wird das gar nicht so richtig wahrgenommen. Und das Dramatischste war eigentlich für mich ein Erlebnis in Zittau, in meiner Heimat. Ich war zwischen Weihnachten und Neujahr drin im Krankenhaus und das kenne ich natürlich, Zittau kenne ich alle. Zum Teil die Namen gekannt, die dort auf der Intensivstation waren und dann auch gestorben sind. Wir haben an dem Hochwasserschutzpunkt diese vielen Särge gehabt, weil die Krematorien es nicht mehr geschafft haben. Und dann kommen wenige Tage danach Menschen so vor mein Haus gezogen und sagen, stimmt alles nicht. Gab keine Überlastung. Aber gibt doch Zahlen dafür, die das belegen, dass es unwahr ist, dass es gerade aufbrennt. Zu gehen und das Gleiche zu erleben, was ich jetzt gerade erlebt habe. Ich spreche von den ganzen beiden Untersterblichkeiten, die es geherrscht hat in der schlimmsten Pandemie aller Zeiten. Wollen Sie von mir eine Antwort haben? Entschuldigung. Wollen Sie nur was reden? Ja. Und es ist für Sie ein leichtes, dahin zu gehen, sich anzuschauen.
Es ist ein leichtes, zu diesem Hochwasserschutzpunkt zu gehen und zu sehen, was dort ist. Und trotzdem stehen sie vor mir und sagen, das stimmt nicht. Und das finde ich ist total bemerkenswert in dieser besonderen Situation, weil das ist ja alles, das fällt ja nicht vom Himmel. Ne? Also, es gibt natürlich viele alternative Fakten, aber die Realität in den Krankenhäusern war so. Sie sehen das an den Zahlen so. Und heute frage ich mich, ja, also wäre jemand, die sich nicht impfen lassen wollte, die aus verschiedenen Gründen, das ist ja auch nicht individuell entscheidend, kommt für mich nicht in Frage. Für die war das am Ende wirklich extrem schwer. Nicht ihre öffentlichen Verkehrsmittel nehmen können, nicht ins Restaurant gehen können. Das würde ich heute auch anders machen. Aber die Frage ist ja jetzt, wenn Sie sagen, wir wollen da wieder zusammenkommen. Ja. Was ist die Aktion? Also ich habe viele Bürgergespräche. Wir beide sprechen jetzt miteinander. Wir haben natürlich in einem Rechtsstaat auch immer die rechtsstaatliche Aufarbeitung. Ja. Und das braucht ja ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen. Also ich bin da total offen. Aber was stellen Sie sich vor? Was würden Sie sich da wünschen? Ich würde mir sehr wünschen, dass Sie die Zahlen offen kommunizieren. Fakt ist, und das kann jeder kann das nachprüfen, wir hatten in Deutschland 2020 eine Untersterblichkeit im Gegensatz zu den 10 Jahren zuvor. Lass uns alle ausreden. Wir hatten eine faktische Untersterblichkeit, die da passiert ist. Es ist trotzdem so, dass Sie das zu verantworten haben und deswegen bin ich ehrlich gesagt auch ziemlich böse auf Sie, weil das ist nicht mehr aufzuarbeiten. Ein Karl Lauterbach, der sind Sie nicht, aber der stellt sich jetzt hin und sagt, es hatte keine Evidenz, Lockdowns durchzuführen oder Masken an Schulen und Schulschließungen und Kindergärten geschlossen, die wurden Menschen, die alleine sterben mussten. Und jetzt sagt man, würde man heute anders machen? Ganz so einfach sehe ich das ehrlich gesagt nicht, denn auch Sie hatten hier die Zahlen transparent da. Ja, eine Entspannung, ja, Entschuldigung, wenn Sie das nicht haben, Sie können das jetzt immer nicht mal tun, weil es im Grunde ist, Sie behaupten, und ich will das Ihnen gar nicht wegnehmen, das ist Ihre Realität, dass es keine Übersterblichkeit gab. Da sehe ich die Dinge ganz anders. Und wenn wir jetzt erstmal, müssen wir uns über diesen Punkt erstmal verständigen, uns gemeinsam hinsetzen und uns erklären. Für viele Menschen in diesem Land ist das geklärt, weil wir ja wissenschaftliche Institutionen haben. Wir haben das Paul-Ehrlich-Institut oder das Robert-Koch-Institut. Vermutlich ist das jetzt eine Institution, der Sie nicht vertrauen. Doch, aber wenn Sie diese Zahlen haben, ist diese Übersterblichkeit ja ganz sichtbar. Und Sie sehen sie ja vor allen Dingen auch, das muss man ja sagen, wenn man in die Altenheime geht. Wir haben es ja gesehen, das Altenheim in Görlitz, das ich besucht habe, da sind ein Drittel der Leute gestorben. Das war eine furchtbare Situation. Also wir können das Gespräch gerne fortsetzen. Ich glaube, es ist ein bisschen zu viel, um das Thema zu holen. Aber ich bin da sehr, 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 sehr offen. Schreiben Sie mir nochmal. Und dann würde ich sagen, müssen wir uns mal zusammensetzen in einer vernünftigen Runde. Ich bin da offen dafür. Ja, möchte das abschließen als Bürgerinnen, dann gehe ich auch zurück und gebe den anderen die Möglichkeit zu fragen. Das, was ich gerade sagte, kam aus der Bundesstatistik. Dass es eine Untersterblichkeit gab zu dieser Zeit. Das kann man sich zusammensuchen, wenn man die Zahlen transparent interpretiert, kommt man darauf, dass es eine Untersterblichkeit war. Und meine Frage haben Sie letztendlich trotzdem nicht beantwortet. Was ist mit meinen Verwandten, mit meinen Lieben, die Angst hatten um ihren Arbeitsplatz und hier so rumlaufen? Komische fotografierte man so, weil sie einen Schlaganfall hatten, weil diese harmlose Priester, ja nur harmlose Priester war, in Wirklichkeit war es eine Gentherapie, wo eine Schnellzulassung, eine Notzulassung vorlag. Dafür habe ich Ihnen die Verantwortung zu tragen und frage mich weiter, wie sprechen Sie die Wahrheit von den Leuten? Ich habe die Verantwortung und ich habe das Gefühl, dass Sie in einem Zustand sind, dass Sie ein Gespräch, wo man sich aufeinander zubewegt, dass Ihnen das nicht möglich ist. Also von Ihnen kommt ein Schwall von Punkten, wo ich bei vielen einzelnen Stellen sagen müsste, stopp, okay. Darüber müssen wir reden. Da habe ich eine andere Haltung dazu. Und deswegen ich bin da zu allem bereit, weil ich möchte gerne, dass diese Gesellschaft zusammenbleibt. Okay. Und ich sehe viele Punkte, die da durchaus auch kritikwürdig sind. Mhm. Ich sehe ein großes Ganzes, wo ich heute noch sagen würde, es war richtig so zu handeln. Und ich meine, wenn wir jetzt allein über Impf stehen, das ist ein Thema für sich, ja, da kann man jetzt nicht zwischen Tür und Angel drüber sprechen. Ja, dann so, machen Sie mir noch ein Angebot, meinst du, die Fragen beantworten? Schreiben wir eine E-Mail und dann
reden wir weiter. Und Sie versprechen, dass Sie dann in Ruhe mit mir das Gespräch nochmal fortsetzen würden. Ich bin noch kein Gespräch auf mich gegangen. Gut, Dankeschön. Ja, wie ihr gerade alle eindrucksvoll feststellen durftet, hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer mir mehrfach in unserem interessanten Gespräch angeboten, gern diesen Dialog fortzuführen. Und er ist sehr interessiert daran, mit mir sich auf eine Lösung zu verständigen und noch einen weiteren Gesprächsaustausch stattfinden zu lassen. Das nutze ich selbstverständlich und habe heute gleich am 11. Juni 2023, am selben Tag, eine E-Mail an ihn aufgesetzt. Ich lese kurz vor. Sehr geehrter Herr Kretschmer, hiermit möchte ich mich für die heutige Führung durch Ihre Räumlichkeiten und unser interessantes Gespräch bedanken. Wie Sie ja selber festgestellt haben, war der Rahmen heute nicht ausreichend, um die Unterhaltung zu einem lösungsorientierten Ergebnis zu bringen. Daher nehme ich Ihr mehrfach ausgesprochenes Angebot sehr gern an und biete Ihnen hiermit verschiedene Terminmöglichkeiten an. Ich freue mich auf unser nächstes Aufeinandertreffen und hoffe, dass eine der 10 angebotenen Termine passt. Mit freundlichen Grüßen, Björn Winter. Und 10 Termine ist ja eine ganze Menge, finde ich. Ich denke, da wird selbst ein Ministerpräsident die Möglichkeit finden, dass wir das interessante Gespräch fortführen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Verfolgt meinen Kanal auf Telegram, abonniert YouTube und unterstützt Musiker, die kritisch sind, die Aktivisten sind, die gleichzeitig alternative Medien gestalten und die etwas tun. Dankeschön. Michael, ich drück senden. Endlich!